geht Schlag auf Schlag, liebe HBW-Fans. Die nächste Spieltagsvorschau steht an. Ich begrüße zu diesem Zweck wieder Runa Sigtrygson, unseren Cheftrainer. Hi Runa. Hallo. Wir schauen nach dem Spiel am Sonntag gegen Minden nochmal kurz zurück. War ein bitteres Ergebnis am Ende, ein verlorener Punkt sicherlich für uns. Wie fällt jetzt, wo du mal eine Nacht drüber geschlafen hast, dein Fazit zu dem Spiel aus? Also, durch Spielverlauf ist das wahrscheinlich gerecht so gekommen, aber dadurch, dass die machen das 23. Tor, 9 Sekunden vom Schluss, ist das natürlich für uns wie ein Punktverlust. Wir haben einfach so undiszipliniert gespielt, wir haben Geführung gehabt im Spiel, vor allem beim 6-3 und dann beim 20-18 sind Aktionen gekommen, die wir haben bis jetzt dann nicht im Spiel gesehen und haben dann uns zurückgeworfen. Bei dem Spiel war es jetzt so, vorher war es so, wir konnten endlich mal wieder mit der kompletten Mannschaft fast trainieren. Jetzt beim Spiel Hens und Illich wieder verletzungsbedingt raus. Hast du da schon einen Stand der Dinge, wie es bei den beiden aussieht? Noch nicht, aber ich gehe dann aus in halbe Stunde oder eine Stunde, weiß ich mehr. Aber auf jeden Fall am Mittwoch werden sie nicht mitspielen. Stichwort Mittwoch, es gibt jetzt 3 Auswärtsspiele innerhalb von 7 Tagen. Es geht los mit dem Derby in Göppingen. Wie gestaltet sich so ein Training, wenn man jetzt wirklich ja wenig Zeit zum Regenerieren hat? Machst du da anders oder beziehungsweise was machst du anders während dieser Tage? Also wir trainieren nicht so intensiv, wie wir machen normalerweise dann am Montag, also, und werden die Intensivität reduzieren. Wir machen dann mehr Taktik und dann durch die Ausfälle von Sasia und Pascal müssen wir im taktischen Bereich Angriff sowohl in Abwehr auch erarbeiten und das machen wir jetzt in heute und dann morgen. Die 3 Auswärtsspiele werden nicht leicht, wir fahren jetzt aber erstmal nach Göppingen, auf die anderen 2 Spiele schauen wir dann noch. Ist natürlich ein Derby, was ganz Besonderes für die Balinger. Wie sehen deine Erwartungen zu diesem Derby aus? Hast du vielleicht auch schon eigene Erfahrungen in Aue gemacht, was Derbys angeht? Ja, also ich habe auch 2 Jahre in Göppingen gespielt, so ich weiß, um was geht. Aue hat Derby gegen Leipzig und auch gegen Eisenach und dann hat Aue auch Derby gegen Rostock, ob Rostock 550 Kilometer weg liegt, also alles Osten. Das geht richtig zur Sache und dann hat die Tabellensituation weniger damit zu tun, aber heute liegt Göppingen nur ein Punkt vor uns in die Tabelle, so das kann keine Ausrede sein. Was ich erwarte von Derby ist eine hitzige Atmosphäre und volle Leidenschaft von beiden Vereinen. Wir hoffen, dass nicht nur unsere Jungs, sondern auch die Leute auf den Rängen viel Leidenschaft bringen. Es werden viele Fans mit dabei sein in Göppingen, traditionell schon fast. Wir wünschen euch alles Gute für das Spiel. Wir sprechen uns dann vor den beiden anderen Auswärtsspielen nochmal wieder und viel Glück euch dann. Dankeschön. Dankeschön.